Hallo zusammen, Kai Matthias hier für Voice of CNC, live von der INTEC. Wir sind auf dem Stand von AMF, kein unbekannter Name, wenn es darum geht, hochpräzise Spannsysteme herzustellen. Und neben mir der Herr Schmeide, der sich ein bisschen Zeit für uns genommen hat. Vielen, vielen Dank. Und wir würden gerne gemeinsam über die Innovation sprechen, über zukunftsweisende Technologien, die Sie vielleicht auch heute schon auf der INTEC mitgebracht haben. Und würde die Frage deswegen direkt mal an Sie richten. Was gibt es an Highlights hier heute auf der INTEC von Ihnen? Hallo Kai, ja genau. Also wie man ja unschwer erkennen kann, wenn man sich hier umschaut, sieht man natürlich sag mal, die Vielzahl an Produkten, die AMF im Bereich Spanntechnik abbildet, sehr gut. Wenn wir jetzt mal auf die Highlights der INTEC, der Ausstellung hier zu sprechen kommen, haben wir einiges an neuen Produkten da. Das betrifft sowohl sag mal, zum Beispiel unsere Teleskopabstützungen, als auch sehr kleinbauende Spannmodule. Wir sind im Bereich hydraulische Spanntechnik hier unterwegs, von der Druckerzeugung begonnen bis hin zu den entsprechenden Verbrauchern. Für die Kunden, die sozusagen immer noch in der Großserienfertigung unterwegs sind, genau das Richtige, genau die richtigen Problemlöser. Ja, und darüber können wir ja mal ganz locker plauschen hier. Auf jeden Fall, ja. Ja, vor allem, wenn wir so einen kleinen Blick auf gerade herrschende Herausforderungen auf dem deutschen Markt mal ein paar Stimmen eingefangen haben, schon gestern hier auf der INTEC, ist uns vor allem das Thema, sagen wir mal, kundenspezifische Problemlösung auf jeden Fall aufgefallen und wie da man als Hersteller vielleicht entgegenwirken kann, auch, sagen wir mal, die Möglichkeit, repetierbar eine gleichbleibende Präzision, ehrlich gesagt, herzustellen. Ich vermute, dass wir hier mit den Innovationen genau in diese Kerbe schlagen könnten. Ja, möglicherweise ist das so. Sag mal, du bringst es auf den Punkt, sag mal, die Kunden haben eine Vielzahl von Herausforderungen zu bewältigen. Einerseits ist es so, dass die mit zum Beispiel sinkenden Stückzahlen zu tun haben. Jeder kennt ja die Thematik Automobilindustrie und so weiter. Dann gibt es die Herausforderungen, sagen wir, dass sie vielleicht auf Zulieferer nicht mehr vertrauen können, auf pünktliche Zulieferer und so weiter, teilweise da selber in Aktion treten müssen, um bestimmte Techniken, die sie bisher nicht im eigenen Haus hatten, jetzt zu implementieren und entsprechend sozusagen sagen wir, ihre Zukunft darüber sicherzustellen. Ja, also genau darum geht es wahrscheinlich auch, vor allem, wenn wir darüber sprechen, sich auf einmal zu spezialisieren, sich von der Masse ein bisschen abzuheben. Würdet ihr das so unterschreiben, dass man sagt, ja, wir bieten für Kunden genau die Lösung an, die ganz bestimmte Bauteile herstellen wollen, vor allem die jetzt nicht jeder kann, sondern wo man vielleicht mal ein bisschen genauer oder kundenspezifischer aktiv werden muss? Genau, das ist das Metier, sagt man, in dem wir uns ja bewegen. Also wir haben ja andererseits, sag mal, ich würde es als typische Katalogware bezeichnen in den verschiedenen Produktgruppen. Ob das jetzt Nullpunktspannsystem, Zero-Point-System ist, ob das Schnellspanner sind, ob das hydraulische Spannsysteme sind, Magnetspanntechnik und so weiter. Alles das bekommt man ja bei AMF aus einer Hand. Aber sag mal, die Kunden treten natürlich auch an uns heran sag mal, mit spezifischen Lösungen. Und dafür haben wir bei AMF, ihr seid ja informiert, sag mal, eine eigene Projektierung, eine eigene Konstruktion. Und schlussendlich auch eine eigene mechanische Fertigung. Also wenn man so sagen darf und will, bekommt der Kunde praktisch vom Start des Projektes bis zur Lieferung alles aus einer Hand. Ja, also spannend. Also wirklich eine Komplettlösung, eine 360-Grad-Lösung und Betreuung so für spezifische Herausforderungen bietet ihr spezifische Lösungen. Und ich glaube, das ist gerade in einer Welt, wo die Herausforderungen sehr diversifiziert sind, genau der richtige Ansatz, um da wahrscheinlich problemlösungsorientiert in den Markt einzutreten. Und was mir noch als letzter Punkt einfällt, ist vor allem das Thema Automation. Und auch da sind eure hydraulischen Systeme ja, glaube ich, weit vorne. Oder ihr habt auf jeden Fall hier drüben auf jeden Fall noch was mitgebracht, wo man sagen kann, das kann auch in der Richtung zukunftsweisend sein. Ist das, sagen wir mal, richtig gesehen und interpretiert? Genau, also den Trend, den haben wir ja schon längerfristig erkannt. Schlussendlich ist es ja so, dass den Firmen heute, also den Firmen, die produzieren, gar nichts anderes übrig bleibt. Du weißt es auch, sag mal, jeder hat mit sag mal, fehlendem Fachpersonal zu tun. Du musst deine Jobs teilweise sag mal, durch Leiharbeiter abdecken und so weiter. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du sag mal, vom Handling-Geschichten sozusagen zukünftig nicht mehr auf einen manuellen Betrieb eingestellt bist, weil das Fachpersonal halt einfach fehlt, sondern musst dann halt sag mal, in Richtung Automation gehen. Und ein Teil, sag mal, worüber man da sehr gut im Bereich Spanntechnik reden kann, ist halt die hydraulische Spanntechnik. Und AMF bietet aber auch eine komplette Smart Automation. Da sind wir dann wieder bei im Bereich Werkstückhandling mit einer entsprechenden Roboterzelle, die wir ja leider aus Platzgründen nicht zeigen können. Vielleicht für die EMO? Vielleicht für die EMO, genau, da wird sie wieder sein. Auf der AMB hatten wir diese Zelle.
und bei einigen anderen Events auch. Und er hat auch sehr guten Anklang gefunden. Ja. Also wirklich sehr, sehr schön. Vor allem nicht nur, dass hier zukunftsweisende Ideen wirklich gelebt werden, sondern auch vor allem, dass das Thema Präzision, Verlässlichkeit, das nachhaltige Arbeiten mit den Werkstücken, um am Ende, sagen wir mal, so viel Erleichterung im Produktionsprozess für eure Kunden zu bieten, wie genau. Es irgendwo nur geht. Und ich glaube, ja. Das ist eine Philosophie, die man so ein bisschen spüren kann, hier auf dem Stand auch spüren kann. Und hoffe, dass das auch genauso rübergekommen ist. Und ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für diesen kurzen kleinen Einblick und für die Zeit und wünsche ganz, ganz viel Erfolg hier weiterhin auf der InTech. Vielen lieben Dank, Kai. Dankeschön.